Die Mikrobiologie, das Arbeiten im Labor und alles, was ich im Praktika damals kennengelernt habe, das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Und dann wusste ich, es sind die kleinen Bakterien. Und du kommst auch nie an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt gibt es für mich hier nichts mehr rauszuholen. Den Punkt erreicht man, glaube ich, nicht. Und dass wir einfach wirklich die Möglichkeit haben, dann das Ganze mit dem bloßen Auge dann wahrnehmen zu können, das ist das, was sehr viel Spaß macht. Und das sieht man dann zum Beispiel auch auf so leuchtenden Bildern. Können wir nachher beim Arthur auch mal schauen. Dann werden die halt richtig leuchten. Ja, genau. Hallo, ich bin Lena, Mikrobiologin an der TU Dresden hier. Ja, schön, dass ihr da seid. Und kommt rein, es gibt Kaffee. Wie bist du auf den Wunsch gekommen, Mikrobiologin zu werden? Im Bachelorstudiengang haben wir erst so ein Grundpraktikum Mikrobiologie. Da lernt man erstmal alles kennen. Na, was sind überhaupt Bakterien, was gibt es alles? Und dann erinnere ich mich noch an eine Vorlesung. Da ging es dann gezielt um Antibiotikaresistenzen und die Auswirkungen halt eben auch auf die Menschen. Was sind die Krisen, was sind die Herausforderungen dabei? So generell Forschung ist für mich zumindest so ein komplexes Ding, dass ich mir dachte, okay, wie weit kann man an Grundlagen forschen und trotzdem ja einen Vorteil oder vielleicht einen Mehrwert für die Gesellschaft oder für zukünftige Generationen schaffen? Und da wusste ich, das finde ich total interessant. Und das ist was ich gerne schaffen wollte in meinem Leben. Ich würde mir jetzt gleich erstmal einen Kaffee machen, dann kurz ein bisschen meinen Tagplan strukturieren und dann noch tatsächlich schon die ersten Sachen im Labor erledigen. Was steht denn heute alles an? Freitags ist eigentlich immer so ein Meeting-Tag. Um 9 treffe ich mich so oder so, meistens mit meinen Studenten, jeden Tag, aber freitags machen wir es auf jeden Fall. Dann haben wir einfach einen guten Abschluss der Woche, können sehen, was haben sie geschafft, wo gab es Probleme, was steht für nächste Woche dann an. 10.30 Uhr habe ich mit einer anderen Promotionsstudentin noch zusammen ein Gespräch bei unserem Chef. Und die restliche Zeit wird eigentlich mit Laborarbeit meistens ausgefüllt. Und wenn man nichts im Labor zu tun hat, dann gibt es immer noch Daten auszuwerten. Ich würde jetzt ins Labor gehen und mit den Studenten die Besprechung machen. Hallo, guten Morgen. Die Besprechungen, die machen wir eigentlich fast täglich, ne? Um einen Überblick zu haben, was haben wir die Woche geschafft, was steht für heute nochmal speziell an. Es funktioniert auch sehr gut mit der Kommunikation, also da bin ich auch sehr froh drüber, dass man vor keinen Fragen Angst hat. Wir sind ja auch noch hier, um was beizubringen, ne? Also das ist wirklich so ein Lernprozess, den wir hier miterleben. Das sind immer noch Studierende, die ihre Abschlussarbeiten hier anfertigen. Was macht man eigentlich als Mikrobiologin? Generell beschäftigen wir uns ja viel mit Bakterien, den kleinen Organismen, den Mikroorganismen. Ich in meinem Fall hier beschäftige mich mit einem spezifischen Bakterium. Das ist der Bacillus subtilis. Das ist ein Modellorganismus, also schon sehr gut untersucht und verstanden. Aber auch bei dem gibt es immer noch Prozesse und Dinge, die wir einfach noch nicht wissen und verstehen. Und damit beschäftige ich mich mit einem von diesen vielen verschiedenen Dingen, die wir noch nicht wissen. Das Besondere an Bacillus ist, dass er diesen Stress von Nährstoffmangel oder auch starker Konkurrenz entkommen kann, indem er ein Dauerstadium bildet, das sind Sporen. Das Problem daran ist aber, dass das ein total zeitaufwendiger und energieaufwendiger Prozess ist. Das heißt, das ist wirklich das Letzte, was Bacillus machen möchte. Und dafür gibt es verschiedene Mechanismen, um das Ganze noch ein bisschen rauszuzögern. Und da greift mein Projekt an, das ist Kannibalismus. Und dafür kann Bacillus Toxine bilden, die quasi einen Teil seiner eigenen Population vernichten zum Wohle der gesamten Population. Und da wollen wir uns gezielt anschauen und versuchen zu verstehen, welchen Einfluss das auf Form und Funktion von Bacillus subtilis hat. Und was steht jetzt an? Ich würde jetzt einfach ein paar Selektionsplatten gießen. Das heißt, das sind Platten, die einen Nährboden für unsere Bakterien bilden. Jetzt würde ich mir noch das Antibiotikum aus dem Freezer holen und dann würde ich die erstmal gießen. Genau. Euer Arbeitsklima scheint mir sehr angenehm zu sein. Gibt es trotzdem manchmal anstrengende Momente? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine,
Das kommt ein bisschen auch auf die Phase drauf an, in der man selber ist mit seiner Promotion. Ich glaube, das wirklich Anstrengende kommt dann auch mit der Zeit, wo man selber feststellt, okay, was habe ich denn schon alles, was fehlt mir noch? Und da eben den Überblick zu behalten, am Ball zu bleiben und zu wissen, auch wenn es gerade mal nicht so läuft, ich weiß, was das große Ganze ist, auf das ich hinarbeite. Und das sollte man auch nie aus dem Auge verlieren. Gut, dann würde ich einfach mal ins Meeting gehen und wir sehen uns danach wieder. Okay, bis dann. Ja, Lenas Forschung ist ja in einem größeren Projekt eingegliedert. Das wird hier zentral erforscht. Was wir uns eigentlich anschauen wollen, ist, wenn man so möchte, die Ursprünge der Vielzelligkeit. Diese Mikroben, um die es uns ja geht, die haben ja so ein bisschen ein Imageproblem. Man sieht sie nicht und was man darüber liest, ist meist zur Krankheit oder irgendwas. Und was man so ein bisschen vergisst, ist, dass die Mikroben die ersten waren, die auf der Erde waren, ein Lebewesen. Und dass die eben auch die ersten waren, die das entwickelt haben, was wir jetzt darstellen, Vielzeller. Also was wir hier sehen, das ist New York City, und zwar jedes Mal. Das sind also ein paar Millionen Zellen pro Einheit, die hier 1-2 Zentimeter hat. Ne? Wir wollen das auf Ebene der einzelnen Zellen untersuchen. Verlangt natürlich auch Auflösung, verlangt Methoden, die jetzt eigentlich gerade erst entwickelt werden, die jetzt gerade erst kommen. Also das ist wie, wenn man sagt, ich möchte New York auf der Ebene des einzelnen Bewohners verstehen lernen. Und das ist das, was wir hier eigentlich probieren. Wir versuchen begleitend zu dem ganzen Schwerpunktbereich eine Ausstellung zu konzipieren. Und dafür haben wir einen Container der Uni, der dann durch Deutschland reisen soll und eben als Wanderausstellung die verbogene Welt der Mikroben wirklich direkt in die Städte und zu den Leuten bringt. Und da ist es natürlich perfekt, direkt an der Wissenschaft zu sitzen und zu gucken, an was wird aktuell geforscht und wie kann man das vielleicht so herunterbrechen, damit eben auch jeder Nicht-Biologe das versteht und vielleicht auch am Ende begeistert nach Hause geht und sagt, das war echt cool. So ein paar organisatorische Sachen machen. Wegen iGEM. Ja, du kommst ja gerade vom Meeting mit den PhDs und dem Professor. Wie ist es gelaufen? Das war gut. Das ist immer sehr produktiv. Wir haben so uns zum einen über generelle Dinge unterhalten und dann ging es einfach ein bisschen um Labororganisation. Und des Weiteren haben wir dann natürlich auch über unsere Forschungsthemen gesprochen und einfach unseren Prof auch ein bisschen geupdatet, dass er weiß, was haben wir geschafft, wo hatten wir Probleme. Wie wollen wir experimentell weitergehen? Wir haben über eine Konferenz gesprochen, auf die wir nächste Woche fahren. Du betreust Studierende, du musst an einer eigenen Arbeit schreiben, du bist auch noch Teil eines Großprojekts. Wie schaffst du das, alles unter einen Hut zu bekommen? Das ist auf jeden Fall herausfordernd, aber das ist auch das, was ich sehr daran mag. Der Schlüssel dabei ist wirklich einfach organisiert zu sein, im Blick zu behalten, was ist akut wichtig, was möchte ich akut schaffen. Das gilt sowohl für meine Projekte als auch für die Projekte der Studierenden natürlich. Was so Dokumentation ist, sind wir sehr digital aufgestellt. Wir haben ein elektronisches Laborbuch, auf das können wir von überall zugreifen. Wie man sonst den Überblick behält, ist Eigendisziplin auch einfach. Also, und man muss auch bereit sein, teilweise einfach mal Dinge umzustrukturieren. Man muss also flexibel bleiben. Denn wenn jetzt bei den Studierenden irgendwas im Projekt sehr schief läuft oder irgendein Versuch nicht geklappt hat, dann löst man das Problem erstmal. Und das Wichtigste ist auch einfach, dass man Freude dabei hat. Wenn es einem keine Freude macht, dann hat man keinen Antrieb. Und dann wird es natürlich schwerer. Ja. Diese kleinen Agarose-Pads nutzen wir nachher und spotten darauf unsere Bakterienkultur, dass man einfach unter dem Mikroskop die Zellen gut beobachten kann. Und da das eine Weile dauert, bis die aushärten und man das gut vor Mittagessen erledigen konnte, haben wir das jetzt einfach noch gemacht, damit wir nachher loslegen können. Ja, und jetzt können wir eigentlich in die Mensa gehen. Was muss man eigentlich alles mitbringen, um Mikrobiologin zu werden? Ich glaube, gerade bezogen auf so eine Promotion, wo ich mich ja gerade noch befinde, auf jeden Fall viel, viel eigene Motivation und Interesse an dem Ganzen, was du machst. Man muss belastbar sein auch. Man sollte einen guten Überblick behalten können. Auch wenn man ja viel mit Bakterien arbeitet, ist es trotzdem sehr wichtig, dass man gut eben kommunizieren kann, weil man arbeitet einfach in einem Team. Man sollte mit Misserfolgen klarkommen. Also es läuft nicht immer alles rund. Es gibt Wochen oder Tage, da hat man total viel Arbeit in Sachen reingesteckt und dann irgendwas ist schiefgegangen. Und das kann halt auch bedeuten, dass man dann auf einmal wieder einen Monat zurückgeworfen wird oder nochmal mit was anderem neu anfangen muss. Theoretisch könnte ich jeden Tag hier von 8 bis 22 Uhr stehen. Ne? Ich hätte immer was zu tun. Es ist nie der Punkt erreicht, dass ich sage,
Das war's jetzt, ich habe es jetzt geschafft. Und wenn man weiß, was man für einen gesunden Ausgleich braucht, dann ist man auch produktiver und verliert auch die Freude einfach nicht. Was würdest du sagen, ist das Schönste an deiner Arbeit? Das Schönste an meiner Arbeit ist das Team hier, gerade die PhDs untereinander. Wir kennen uns schon seit Studienzeiten. Wenn wir im Labor rumwuseln, wir fragen uns gegenseitig Dinge. Jeder hilft jedem. Zum einen schafft das eine super Arbeitsatmosphäre und zum anderen vereinfacht das auch den Alltag für jeden. Was ich auch total klasse finde, eben auch gerade an der Arbeit mit Bacillus subtilis, ist, du kannst jeden Tag was Neues machen. Du musst nicht ewig lange warten, bis irgendeine Zelllinie gewachsen ist. Und dadurch setzt du abends dir eine Übernachtkultur an und am nächsten Morgen kannst du Projekt A oder Projekt B weiter angehen. Ich schaue einmal nach einer Rotfärbung, da wir hier ein Fluorophor drin kodiert haben, ein rotfluoreszierendes. Ich habe ein zusätzliches DNA-Element eingebracht. Anhand von der Colony-PCR kann man dann einfach kostengünstig und schnell nachweisen, dass eben das, was man zusätzlich eingebracht hat, vorhanden ist. Bacillus hat die Fähigkeit, DNA von außen, also auch aus der Umgebung, aufzunehmen, um eben einen Vorteil für sich selbst zu generieren. Und diesen Effekt nutzen wir aus, um eben auch das Genom zu modifizieren, Dinge einzubringen. Letzten Endes, man verändert Dinge, man füttert sie, man guckt, ob es drin ist. Und das sieht man dann zum Beispiel auch auf so leuchtenden Bildern. Können wir nachher beim Arthur auch mal schauen. Dann werden die halt richtig leuchten. Ja, genau. Ja. Bei uns im Labor generell wird viel über Lumineszenz, also ein Lichtsignal letzten Endes gearbeitet, was man messen kann. Und für mein Projekt wollen wir gerne mit Fluoreszenz, auch ein optisch messbares Lichtsignal, arbeiten. Wenn man hier im Labor steht und man einfach mal mit zuschaut, man pipettiert verschiedene Substanzen von einem Tube ins nächste. Und man weiß natürlich die ganze Zeit, was man tut, aber dass wir einfach wirklich die Möglichkeit haben, dann das Ganze mit dem bloßen Auge dann wahrnehmen zu können, das ist das, was sehr viel Spaß macht, wenn man dann einfach sieht, es funktioniert. Bringt einem nochmal mehr Freude. So, was passiert jetzt hier gerade? Wir haben jetzt hier eine Kolonie, wo wir halt uns jetzt verschiedene Signale, die wir eingebracht haben als Reporter, anschauen wollen. Dafür arbeiten wir hier mit einem Fluorobinoskop. Das heißt, wir haben eine optische Vergrößerung unserer Kolonie. Und eben dazu geschalten hat es noch die Fähigkeit, Fluoreszenz zu detektieren, die wir ins Genom eingebracht haben. Genau, jetzt haben wir uns hier zum Beispiel Wildtypen angeguckt. Da haben wir nichts genetisch eingebracht, das heißt, das ist unsere Kontrolle. Und jetzt schauen wir uns mal einen veränderten Stamm an, bei dem wir hoffentlich ein Signal sehen. Was wir prinzipiell gerade eben hier erstmal zu tun haben, ist eben zu schauen, haben wir überhaupt einen funktionellen Reporter mit drei Fluoroformen drin, dass wir in drei verschiedenen Farbkanälen quasi ein Signal aufnehmen können. Was auch mit zur Arbeit dazugehört, ist natürlich dann das Ganze sich auch nochmal auf Einzelzellenebene anzuschauen. Und dafür die Agarose-Pads verwenden, die wir vorhin hergestellt haben. Und auch da schauen, okay, wie verhält es sich? Sehen wir alle drei Signale? Kann man in einer Zelle allein eben zum Beispiel zwei Signale auf einmal sehen? Und das ist alles Teil von Arthurs Masterarbeit. Das macht er gut. Wo siehst du dich und deine Forschung in den nächsten 5 Jahren? Also das Forschungsthema wird auf jeden Fall auch weit über die nächsten 5 Jahre hinaus noch relevant sein. Vielleicht hat man es bis dahin dann auch schon geschafft, einige dieser Merkmale, die wir herausfinden wollen und verstehen wollen, weiter in die Gesellschaft getragen zu haben, dass das halt wirklich schon mal zu einer Art Dogma-Shift halt quasi kommt. Ich glaube, ich selbst sehe mich nach meinem Doktor dann mehr in der Öffentlichkeitsarbeit oder Wissenschaftskommunikation, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist, dass eben viele Themen breiter in die Gesellschaft und verständlich vor allem getragen werden. Denn man muss ja bloß mal zu Hause anfangen und sein Promotionsthema seinen Eltern zum Beispiel erklären. Und das ist halt sehr komplex zu verstehen. Und dann finde ich es umso besser, wenn mehr Menschen sich daran auch beteiligen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben in die Tätigkeiten, die man als Doktorandin in der Mikrobiologie hier in der TU Dresden hat. Und freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich werde jetzt noch mal ins Labor gehen und mit den Studenten noch mal eine Runde mikroskopieren und dann aber auch das Wochenende einleiten. Danke euch, macht's gut!